Hallo zusammen, heute geht es um den Stromverbrauch von so Kühlboxen. Und zwar, wie wird gemessen, was ist das für ein Stromverbrauch und vor allem, wir haben jetzt noch eine Änderung, weil wir haben jetzt zum Beispiel diese Kühlbox hier, die hat im Katalog, ist der Energieverbrauch aufgeführt, Seite 10. Und dann wird das gemessen bei 5 Grad innen, 25 Grad außen, 5 Grad innen, 32 Grad außen und so weiter. Den Katalog verlinke ich euch logischerweise unten drin. Und jetzt haben wir neu in der gleichen Kühlbox nicht mehr das R134A, sondern das R290. Und das R290 ist ein anderes Kältemittel, hat andere Drücke, hat andere Fördervolumen und so weiter und so fort. Und das ändert auch den Stromverbrauch. Zum Beispiel bei 5 Grad innen, um 25 Grad außen haben wir vorher 5,4 Watt gebraucht. Und neu brauchen wir 5,7 Watt. Wir brauchen also neu, mit dem neuen Kältemittel, mehr Strom bei den 25 Grad. Bei den 32 Grad außen haben wir vorher 11,9 Watt gebraucht und heute brauchen wir nur noch 8,47 Watt. Also da brauchen wir weniger. Aber es geht dann weiter bis 50 Grad, die Messungen. Und wie wird jetzt der Stromverbrauch gemessen? Bei uns ist das ganz einfach, eine stabile Stromversorgung auf 25 Volt. Also es wird bei 24 Volt gemessen, beziehungsweise bei 25 Volt. Weil bei 25 Volt ist der Wirkungsgrad ein bisschen besser als bei 12 Volt. Und dann kommt es dazu, wir messen den Stromverbrauch. Das wird hochgerechnet und diese Box kommt in der Klimakammer, innen drin 5 Grad und außen zum Beispiel 25 Grad. Dann läuft diese Box eine Woche ein, aus, dass wir nicht ins Peak reinfallen von der Hysterese. Also das heißt, wenn ihr so eine Kühlbox, ich sag mal, mit Tiefkühlware füllt oder mit Eis, und steckt dann die an, dann braucht die 2 Tage keinen Strom. Oder sie kühlt runter. Sie hat ein bisschen Inhalt drin. Der Inhalt wird 1 Grad runtergekühlt und dann erwärmt sie sich wieder um 2 Grad. Der Inhalt geht auch 2 Grad hoch und dann geht sie wieder runter. Und dieser Sägezahn, wenn ich natürlich beim Runterkühlen anfange zu messen, dann braucht sie mehr Strom, weder wenn sie schon kalt ist und hochfahren kann. Aus diesem Grund wird hier über mindestens 5 Tage lang gemessen, dass ich diesen Sägezahn ausgleichen kann. Bei leerer Box. Also wenn ihr das mit Inhalt misst, dann misst ihr Mist. Kommen wir zum Mistmessen. Es gibt Leute, die haben solche Strommessgeräte, Steckermessgeräte. Und wenn ich dieses Strommessgerät nehme und dann einen alten Gartenhaken drauf, Netzgerät, hier einstecke, ich messe den Strom und hier schließe ich dann die Kühlbox an, dann misse ich ja den Stromverbrauch von diesem Netzgerät und der Kühlbox. Ja, wenn die Kühlbox steht, braucht die keinen Strom mehr. Aber das Netzgerät hat einen Eigenstromverbrauch, einen Standby-Verbrauch. Und der ist bei diesen Gartenhack-Trafo-Netzgeräten relativ hoch. Aber wenn ihr dann das so nachmessen wollt, kommt ihr nicht aufs gleiche Ergebnis. Dann haben wir bei uns im Katalog drin den Energieverbrauch pro Stunde, pro Tag und pro Jahr.
Das ist der Stundenverbrauch mal 24, sind 24 Stunden, ist fast gleich viel wie ein Tag. Und dann pro Jahr mal 365. Also das Jahr, das Schaltjahr wird jetzt vernachlässigt. Rechnerisch lassen wir die nicht ein Jahr laufen. Aber nach Gesetz ist es Vorschrift, dass man den Jahresverbrauch angibt. Heute kompliziert berechnet. Früher war es mal so, dass man den Wert genommen hat, 5 Grad innen, 25 Grad außen. Bei den anderen Temperaturen ist das nicht relevant. Mit dem ist er auch nicht aufgeführt. Aber bei so einer Box, der Jahresverbrauch zu nehmen, ist auch nicht realistisch. Wir brauchen ja vielleicht einen Tagesverbrauch. Also die 5,4 Watt oder neu jetzt 5,7 Watt mal 24 sind dann 136 Wattstunden. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel solch eine Batterie haben, das ist eine 100 Amperestunden Batterie und wir sehen es auch hier, die hat 1280 Wattstunden. Also die 100 Ampere mal die 12,8 Volt sind dann 1280 Wattstunden. Und wenn ich einen Verbrauch habe von 136 Wattstunden am Tag und ich habe 1280 zur Verfügung, dann läuft diese Box 9 Tage lang mit dieser Batterie rechnerisch, auch praktisch, ich habe da schon ein paar Muster gemacht, aber ich darf nichts reinmachen und ich darf den Deckel nicht aufmachen. Rausmachen wird gehen, aber sobald ich natürlich warme Waren hier reinsetze, die ich runterkühlen muss, kommt das auf den Energieverbrauch dazu. Wenn ich jetzt sage, ich nehme 10 Liter Wasser, Mineralwasser, könnt auch Bier nehmen, zum Rechnen spielt gar keine Rolle, und ihr nehmt das mit 25 Grad, da steht es draußen, und ihr packt die 10 Liter, das sind dann fast 10 Kilo, hier rein, dann braucht das Energie. Momentan haben wir eine Kältezahl von etwa 1, also die wärmetechnische Leistung und die elektrische Leistung sind etwa identisch. Um die 10 Liter Wasser um 20 Grad runter zu kühlen, mal 1,163, dann brauchen wir 10 mal 20 gibt 200, mal 1,1 gibt dann 220 Watt Wärme, die wir zusätzlich abführen müssen. Das heißt, wir brauchen so viel Kälteleistung. Und das ist dann ein Energieverbrauch von zusätzlich 220 Watt. Das heißt, grob gerechnet, mit dem, was wir brauchen, zum 10 Liter Wasser runterzukühlen, könnte die Box etwa 2 Tage lang kühlen mit der gleichen Energiemenge. Die, die jetzt noch dran sind, die kriegen die Energiewerte, die neuen. Und zwar, früher haben wir eben 129 Watt gebraucht. Heute brauchen wir bei 5 Grad innen und 25 Grad außen. Heute brauchen wir 136 Watt. Bei 5 Grad innen, 32 Grad außen, haben wir früher 286 Watt gebraucht. Und heute nur noch 203 Watt. Das hängt vom Kältemittel zusammen. Bei 43 Grad außen haben wir früher 346 Watt gebraucht und heute nur noch 292, also nicht mal 300 Watt. Also bei 43 Grad und diese Batterie ohne Deckelöffnung, ohne was reinzutun, was eigentlich nicht realistisch ist, hält diese Box 4 Tage lang. Und bei 50 Grad außen braucht die Box früher 473 Watt und jetzt 532, da braucht sie wieder mehr Strom als
Die alte Box, die gleiche Box, aber mit einem anderen Kompressor drin. Was brauche ich, um die Box jetzt zu betreiben? Jetzt haben wir gesagt, so eine 100 Ampere-Stunden Batterie, das reicht für 9 Tage oder auch 5 Tage, je nach Außentemperatur, je nach Öffnung von der Kühlbox. Irgendwann ist die Zeit vorüber, dann geht die Box aus und dann könnte ich zum Beispiel mit so einem 100 Watt Solarpanel könnte ich diese Box autonom betreiben. Das heißt, ich brauche eine Batterie, sowas wie das hier, 5 Tage Autonomität. Wir können ja mal 3 Tage schlecht Wetter haben. Dann brauche ich einen Solarregler. Sowas wie das hier. Kostet 80 Franken. Das ist ein MPPT-Regler. Der bringt effektiv die Leistung von Solarzelle in die Batterie. Das ist ein anderes Thema. Hier direkt auf die Batterie hängen und hier ein Kabel dran zur Solarzelle. Wenn ihr so einen Regler und Solarzelle bestellt, gibt es das Kabel gratis dazu. Und hier direkt auf die Batterie. Und hier habe ich noch eine Sicherung dazwischen. Wenn euch das interessiert hier, ich bin hier weggelaufen, ich habe ihn zwar hier parat gelegt, diesen Katalog hier, Stromversorgung für Kühlgeräte, verlinke ich euch unten drin. Da geht es effektiv um Solarzellen, Ladegeräte, Pufferspeicher und so weiter für solche Kühlgeräte. Ja, weitere Messwerte folgen. Es ist jetzt Winter, es ist November, unser Testraum ist schon wieder besetzt durchs nächste Gerät. Wir kriegen leider nur 2 Testgeräte, also 2 Geräte in den Testraum. Hier mache ich euch ein Video über die Dachzeltcamper. Das ist so eine einfache Lösung mit einer Kühlbox. Muss nicht Dachzelt sein, sondern ein kleines Wohnmobil, wo die Lösung ist Kühlbox, Solarzelle, Batterie, Ladegerät dazu, wenn ihr mal auf dem Campingplatz steht. Ja, und somit wünsche ich euch einen schönen Tag, wenn ihr mir ein Abo da lasst.